Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht, ich bin wieder mit Johnny unterwegs. Das letzte Mal, wo wir waren, war das ja nicht ganz so ertragreich, wie man uns das vielleicht vorgestellt hätte, aber hey, so ist halt Angeln. Diesmal sind wir in einem ganz anderen Gewässer. Hier dürfen wir ein Hegefischen durchführen. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir das immer dürfen, dann machen wir das auch. Ja, der Johnny war ja schon erfolgreich, hatte ja schon zwei schöne Schleien. One Touch. Na, und ja, wir haben jetzt erstmal alles rausgepackt. Die Routen sind draußen, die Zelte stehen. Jetzt machen wir den Grill an, essen ein bisschen was. Und wenn es dann losgeht mit den Fischen, ist er natürlich mit dabei. Der Rest der Wasserbande. Hallo, mal winken. Hallo Mama, ich bin im Fernsehen. So, jetzt hat es endlich mal bei mir geklappt. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Ein kleiner, aber feiner Schobi. Gebissen auf zwei Poppies. Die Nacht ist jung, wir halten uns ran. 22:18 haben wir es. Ja, geht doch noch. Ich könnte mich dann auch endlich entschneidern. Mit dem kapitalen Spiegler. Gemessen und gewogen haben wir noch nicht, machen wir gleich. Ich versuche es euch erstmal zu zeigen, das schöne Tier. Alter, was für ein Riese. Ich muss ihn weiter vorhalten, damit er größer wird. Ja, schöner kleiner Spiegler. Wirklich von der Schuppenbildung auch wirklich fantastisch. Hat hier vorne, hier an der Kopf, am Kopf hat er eine schöne Zeile, oben drüber eine Zeile. Also schön sieht er aus. Ja, nur ein bisschen klein. Der kann noch ein bisschen wachsen und seinen Opa vorbeischicken. Aber ich freue mich trotzdem. Ein Schneider ist ein Schneiderin. Auch kleine Fische sind schöne Fische. Stimmt's, Matze? Genau so sieht's aus. So, dann ab mit dir wieder rein und dann geht's weiter. So, jetzt die Route zum zweiten Mal abgelaufen. Ich habe jetzt mal gewechselt von dem 16er auf den 20er Boilie. Sie werden größer. Na komm her, komm. Ja, ist doch gut. Hab dich doch mal nicht so. Es war nicht viel größer, aber sie werden größer. Aber es sind wunderschöne Fische, sind wirklich schön gezeichnet. Sie hat wieder bloß so ganz wenige Zeilen hier am Kiemendeckel und auf dem Rücken. Aber man sieht, alle Flossenheile, die sehen wirklich klasse aus. Also es ist ein gesunder Fischbestand drin. Nur müssen wir uns jetzt durch die ganzen kleinen angeln, um erstmal in die großen zu kommen. Bin ich auch überlegen, ob ich jetzt den 24er Boilie drauf mache. Naja, aber wir wollen uns nicht beschweren, Fisch ist Fisch. Freue mich trotzdem. Ja, ich kann es euch jetzt gar nicht sagen, wie spät wir es haben. Lief meine Rute ab. Ah. Ja, sie werden langsam. Ein kleines bisschen größer. Auch nicht viel größer, aber halt schöner Fisch. Und den versorgen wir jetzt schnell und dann geht er wieder rein. Und dann fliegt die Rute wieder raus. Hat auf demselben Boilie wieder gebissen wie der vorher. Ja. Und immer selber sehen, wie gesagt, schöne Fische hier. Klein, aber die großen kommen doch definitiv. So, wir haben erstmal lecker gefrühstückt. Der Johnny hat Rührei mit Speck gemacht. Mega lecker. Also das kann er. Fazit der letzten Nacht, ihr habt es gesehen, vier kleine Karpfen sind gelaufen. Der vom Johnny war der größte. War ja auch der einzige Schuppi, die anderen alles Spiegler. Aber ihr wisst, wer die kleine nicht erdet, ist die große nicht wert. Wir hoffen mal, dass sie noch ein bisschen größer werden. Tagsüber haben wir jetzt noch drei Routen auf Karpfen und eine haben wir jetzt auf Wurm draußen auf Schleie. Wenn ich hier mal ein, zwei schöne Schleien fangen kann, dann werde ich vielleicht gleich mal ein Video machen über das Räuchern mit dem Tischräucherofen. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, geräucherte Schleie ist mega lecker. Ja, dann gucken wir, was heute am Tag hier so noch läuft. Und lassen es uns gut gehen, entspannen ein bisschen von der Woche, weil bei mir geht es ab nächster Woche los mit wieder mit rollender Woche. Das ist natürlich wieder mega, freut man sich.
Aber naja, Job ist Job und darum nutzen wir die Zeit am Wasser richtig zum Entspannen. Nicht stürzen, guckt es euch an. Ah, das sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Oh, der hat schon ein paar Einschläge weg. Ja. Sieht schon sehr gut aus. Aber Petri, sein Kapitänfisch. Petri, Dank. So, Mausi, wenn du den Fisch geangelt hast, den du mitnehmen möchtest, dass er auch die richtige Größe hat. Ja. Na? Ja. Gibst du den mit einem ordentlichen Stock oder sowas? Einen auf die Mütze. Einen auf die Mütze? Dann ist er dann so hui und kriegt das gar nicht mehr mit. Da ist der betäubt. Dann nimmst du das Messer, drehst den Fisch rum. Und ungefähr hier so hat er sein Herz. Da muss man hier reinstechen in das Herz. Und dann machst du noch einen Kiemenschnitt. Na? Dann hat er kein Blut mehr drin. So, und dann nimmst du den, drehst den auf den Rücken, fängst hinten beim Popo an, ein bisschen reinzustechen und schneidest nach vorne. Na? Damit der Bauch aufgeht. Und dann siehst du da drinnen die ganzen Gedärme. Die kann man rausnehmen. Nimmst aber mit heim, die darfst du nicht ins Wasser schmeißen. Ja. So, ne? Dann klappst du den auseinander und da hast du oben, hier bei der Wirbelsäule, innen drin die Niere. Dann nimmst du den Fingernagel oder einen Löffel und machst die fein raus, ne? Damit alles weg ist. Und dann kannst du den mitnehmen zum Kochen, Braten, Räuchern, Grillen, so wie du es möchtest. So Leute, selbst an der Busroute werden sie nicht größer, aber es ist egal, sie sind da, sie sind wunderschön, also sie sehen wirklich absolut makellos aus. Ja, aber wie gesagt, an der Busroute, an dem leichten Gerät, macht sogar so ein Karpfen richtig Spaß. Naja, wir hoffen mal, dass sie noch größer werden, aber hey, jeder Fisch ist ein Zeichen, dass man alles richtig gemacht hat. Und der hat wirklich Spaß gemacht. So, nachdem wir jetzt am Tag, ich glaube jeder 2-3 Fische verloren haben, wieso auch immer, wir wissen es nicht. Haben wir jetzt die Nacht noch mal komplett umgestellt. Ich habe jetzt hier einen Versuchsboilie drauf aus dem Hause Carp Performance. 2 16er Boilies drauf, ist mir vor einer Viertelstunde schon der erste ausgestiegen und frisch gemacht, rausgeledert. Wie gesagt, keine 15 Minuten her. Der nächste, wie gesagt, sie werden nicht allzu viel größer, aber ich glaube, das ist so der größte von dieser Session für mich. Ja, man sieht, sie sind halt wirklich wunderschön, perfekt, nichts kaputt, nichts angeramst, nichts, gar nichts, also wirklich absolut top. Tja, dann würde ich mal sagen, geht die Route wieder raus und dann gucken wir mal, ob heute Nacht noch ein bisschen was geht. Aber ich bin schon mal froh, dass es wieder geklappt hat und besser als gar nichts. Ich freue mich. Ja, schönen guten Morgen. Es ist echt verrückt. Ich hatte die Nacht um 4 nochmal im Lauf, aber war dann auch zu faul, die Kamera rauszuholen, weil es war ungefähr dieselbe Größe. Ich habe dann die Route draußen gelassen, weil ich dachte mir so, muss jetzt nach Hause fahren. Wenn jetzt mal so ein paar Minuten mal die Augen zumachen. Bin dann jetzt so gegen 8 aufgestanden. Schon mal meinen Schlafsack rausgeholt, zum Auslüften alles. Hab das Zelt aufgemacht. Hab mir, komm, nimmst die Route so wie sie ist, haust die nochmal raus. Wirklich 5-6 Boilies hinterher gefüttert. Ja, was soll ich sagen, keine 15 Minuten später, ich sitze hier oben noch so in aller Ruhe, genieße die Morgensonne auf dem Wasser. Na komm hier. Der ist noch ein bisschen arg aggro.
So, zweiter Versuch. So. Also die Größen bleiben so, sie werden nicht größer, aber hey, sie sehen alle wunderhübsch aus. Wir hatten ein kleines bisschen Blut, vielleicht ein bisschen Versorgung mit Carpcare vom Haken noch, aber hey, schöner Fisch, zu früh morgen freut man sich. Also ich denke mal, es wird vielleicht doch nicht der letzte bleiben. Aber schön, besser als gar nicht. Ja, was soll ich sagen, halbe Stunde später, das ist echt nicht normal. Selber Hakenköder, selbe Rute. Ja, denken wir auch so, selbe Größe. Also die Frequenz ist da, das ist jetzt bei mir Karpfen Nummer 9, insgesamt Karpfen Nummer 13. Ja, also, was soll ich noch dazu sagen, also, läuft. Ja, die Ruten gehen natürlich wieder raus, weil bleiben bis zur letzten Waffe. Und wenn das so weitergeht, na ja, dann haben wir heute noch ein paar vor der Kamera. Coole Sache! So, meine Freunde, das ist jetzt mein Einpackfisch. Ist wohl der kleinste, den ich bis jetzt hatte hier, aber es ist Zielfisch Nummer 1 gewesen. Für heute. Für heute. Einpackfisch, ich wollte das mal noch Frühstück machen, die Ruten bleiben noch drin. Vergiss es, gib doch nicht mit Einpackfisch. Ja, ich denke auch, einer geht noch. Na klar. Gut. Petri nochmal. Petri, dank. So, soviel zum Einpackfisch. Lief die nächste Route ab, wieder so eine Größe. Wieder ein schöner Spiegler. Hätte mich ja mal über den Schuppi gefreut, aber hey, schöner Fisch. Cool. Ja, was soll man sagen, auch der schönste Angeltrip geht mal zu Ende. Also von der Menge her können wir uns auf keinen Fall beschweren. Oh nein. Auf gar keinen Fall. Klar, es hätte noch was größer werden können, aber hey, vollkommen egal. Es hat mega Spaß gemacht. Es war für mich jetzt wirklich so ein nochmal so ein schöner Abschluss, jetzt wo es wieder in die rollende Woche geht, dass ich da nochmal so richtig mir einen Motivationsschub holen konnte. Schon wie er sagt, es ist ein Motivationsgewässer und es definitiv war auch für mich absolut Motivationsgewässer jetzt. Hat mega Spaß gemacht. Auch mit Pia. Ja. Es war ein super schönes Wochenende. Ja. Wir haben es genossen. Wir haben viel gelacht, viel Fisch gefangen. Ich bedanke mich. Alles klar. Na? War super toll. Ja, und wir werden da, denke ich mal, noch in Verbindung bleiben und nächstes Jahr vielleicht noch mal irgendwas definitiv zusammen starten. Gerne, gerne, gerne. Auf jeden Fall. Wie gesagt, Johnny, ich verlinke unten noch mal seinen Instagram-Account. Und absolut feiner Kerl, macht richtig Spaß, hat richtig geilen Humor, so wie ich. Also von daher hat super gepasst. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, ab nach Hause. Er muss noch zum Wort zum Sonntag. Genau. Ich habe noch ein bisschen zu fahren. Und ja. Chaka, auf geht's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.